Hallo und guten Tag. Ist es nicht absolut erstaunlich, wo man hinkommt, wenn man diese Rom-Theorie mal beiseite lässt? Dabei sieht man eigentlich, dass ich gar nichts Neues gesagt habe, sondern eigentlich nur das gesagt habe, was ohnehin in der Bibel steht. Das heißt also, dass ich nur Linien gezogen habe zwischen den Bibelstellen, die wir ohnehin schon kennen. Und das sagt auch Johannes im ersten Johannesbrief: Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr habt von Anfang gehabt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang gehört habt. Wiederum ein neues Gebot schreibe ich euch, das da wahrhaftig ist bei ihm und bei euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Johannes verweist also auf das Alte Testament. Er sagt, er hat keine neue Verkündigung für die Gläubigen, sondern es baut alles auf dem alten Wort Gottes und ewig neuen Wort Gottes aus dem Alten Testament auf. Und im nächsten Vers schreibt er dann, dass er doch wieder ein neues Gebot schreibt, weil das wahre Licht scheint jetzt. Das ist das Licht des Geistes. Das heißt, wenn wir mit dem Geist Gottes das Alte Testament lesen, dann wird das Alte Testament zum Neuen Testament. Und die Brücken, die wir ziehen, die beginnen eigentlich bei der Wiedergeburt Jerusalems und bei dem Standbild Daniels. Diese beiden Dinge braucht man, um zu der gegenwärtigen Sichtweise zu kommen. Also man sieht, wie wirkmächtig die sind und was das für zwei wichtige Schlüssel sind, um Auslegungen für die Endzeit zu machen. Ich für meinen Teil glaube, wenn man nicht von der Wiedergeburt Jerusalems weiß, dann kann man keine belastbaren Aussagen über die endzeitliche Prophetie machen, weil das so ein zentraler Punkt ist in Gottes Heilsgeschichte, dass man den nicht auslassen darf. Wenn man den aber hat, und wenn man diese Sichtweise in dem Standbild Daniels dahingehend korrigiert, dass es sich nicht um ein römisches Reich handelt und bei den 10 Zehen auch nicht um Europa, sondern dass es sich bei den Schenkeln des Standbildes, die aus Eisen sind, so steht ja in der Schrift eigentlich geschrieben, um die Diadochen handelt, und dass die 10 Zehen in der Dekapolis zu finden sind, dann findet man über diese Dekapolis-Thematik auch zu Syrien. Man findet über dieses Thema Syrien, Seleukiden, Diadochen dann auch ins Alte Testament in Jesaja 7, wo Syrien zusammen mit dem Nordreich Israels Jerusalem angegriffen hat. Und in dieser Verbindung findet man dann, dass in dem Zusammenhang der Prophet Jesaja weissagt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und man sieht, dass diese komplette Prophetie, die Jesaja dort ausgesprochen hat, nicht zur Zeit des Königs Ahas in Erfüllung ging und zur Zeit der Geburt Jesu auch nicht in Erfüllung gehen konnte, zumindest nicht vollständig. Das war eine Teilerfüllung, aber die vollständige, endgültige Erfüllung dieser Vorhersage wird in der Endzeit sein. Das heißt, man kommt also über diese Brücke, die man dann schlägt, über Jesaja 7 in die Offenbarung, in die Endzeitreden Jesu und von dort dann wieder zurück zum Propheten Daniel, wo man dann mit dieser Sichtweise plötzlich die Details versteht, bis zum Ton in den Füßen und in den Zehen. Und plötzlich taucht auf, dass der Staat Israel sich wieder teilen wird in der Endzeit. Und mit dieser Sichtweise kann man viele Stellen im Alten Testament dann plötzlich sehen und einordnen. Und dazu gehören natürlich auch diese Doppelstrukturen, also diese paarweise Erwähnung von Jabin und Sisera, von Sihon und Og, von Seba und Zalmunna, weil diese unseligen Paare sind Vorbilder für das endzeitliche unselige Paar zwischen dem Antichristen und dem falschen Propheten. Das heißt, das, was wir jetzt zusammengetragen haben, was vielleicht auch ein bisschen mühsam gewesen ist, können wir jetzt anwenden auf weitere alttestamentliche Bilder. Und nochmal, ich sage überhaupt nichts Neues, ich behaupte gar nichts Neues, sondern ich behaupte eigentlich nur das, was das Alte Testament uns überliefert. Und mit dem Licht, was uns jetzt scheint, können wir auch Jabin und Sisera in einer ganz neuen Perspektive anschauen. Das wollen wir jetzt tun. Und da wünsche ich viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen.